schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich wäre auch hier als Nordlicht, weil ich komme aus Berlin und ich wäre auch einfach als Teilnehmer gekommen. Die Andrea hat mich dann aber angesprochen und gesagt, könntest du nicht auch noch mehr machen als nur teilnehmen? Und dann habe ich mich natürlich in meiner ganz narzisstischen Art erstmal gewunden und geahlt und gedacht, nein, also ich weiß gar nicht und was soll ich denn da? Na, Scherz beiseite. Also, und dann habe ich überlegt, die Aufgabe ist aber natürlich nicht so ganz einfach. Was macht man denn am Anfang? Also euch nicht die Welt erklären, weil dann wäre es ja danach vorbei. Das ist auch blöd. Ich dachte, vielleicht ist es gut, nochmal so eher begriffliche Klarheiten dafür zu sorgen und Angebote zu machen, dass wir über den Tag hinaus bei all diesen Buzzwords so ein bisschen zu einer gemeinsamen Sprache auch finden. Also dass wir über Sprache gucken, dass Verständigung sozusagen erleichtert wird. Aber natürlich sind es Angebote. Und so dachte ich, dann kann ich auch meine Buzzwords wieder drüber schreiben. Dann geht's, wenn man die ein bisschen versucht, dann auch zu erklären. Gleichzeitig, wie gesagt, stehe ich nicht hier vorne, um Definitionen zu geben. Ich will euch sozusagen, in welchen Rollen ich hier bin. Ja, ich bin in der Rolle ISB-Lehrtrainer natürlich anwesend. Ich habe Bausteine in dem Curriculum systemische Organisationsentwicklung und Change Management. Ich habe Bausteine noch in dem Teil systemische Beratung. Sie haben aber fast immer einen OE-Bezug. Das ist das, wo man mich vielleicht auch von der Bühne hier kennt. Wir haben aber auch ein eigenes Beratungshaus, will ich gar nicht sagen, aber eine Beratungsunternehmung, wo ich ganz stolz verkünden kann, wir sind dieses Jahr 10 Jahre dabei. Das ist was, was mich erstaunlicherweise viel mehr beschäftigt, als ich das dachte, weil ich nämlich damit beschäftigt bin, die Festlichkeiten zu organisieren. Und da schließt man sich sehr stark an die Wurzeln an. Und ich denke, oder dachte zumindest, als wir vor 10 Jahren gestartet sind, hätte ich nie gedacht, wo wir jetzt rauskommen. Und ein Teil davon ist eben natürlich ganz stark im ISB-Zusammenhang auch verbunden. Aber es gibt auch noch eine dritte Säule, mit der ich hier bin. Und das ist nämlich eine systemische Peer Group in München, die wir schon gegründet hatten, bevor wir noch SystemWorks gegründet haben. Und die ja auch so ein jährliches Symposium macht. Und ich gerne mich hier auch zur Verfügung stelle, all das, was wir dort an Erfahrung gemacht haben und was uns da geglückt ist und auch die Sachen, die da nicht so geglückt sind, hier auch in den Norden mit einzubringen und zur Verfügung zu stellen und zu sagen, vielleicht gibt es da was, wovon man lernen kann. Das ist irgendwie ganz anders, aber vielleicht gibt es doch Ähnlichkeiten, mit denen man agieren kann. Ich selbst, was noch zu mir zu sagen, ich glaube, manchmal hört man es auch, ich komme aus der Psychologie, Schwerpunkt Arbeitsorganisationspsychologie, habe 10 Jahre Konzernerfahrung, ganz viel internes Consulting auch gemacht, viel auch Wissensmanagement, virtuelle Kommunikation, all solche Themen, aber stark immer mit einem OE-Blick drauf und jetzt seit 10 Jahren eben mit SystemWorks, wo wir Kulturentwicklung machen, Kooperationsberatung und eben ja auch mit dem ISB zusammen andere Kollegen ausbilden. Agilität und Komplexität war die Überschrift und für mich, ich habe 3 Folien eigentlich nur mitgebracht, deshalb nicht, keine Sorge, es wird jetzt kein großer Vortrag, aber ich denke, es ist wichtig, gerade das Thema Komplexität ein bisschen einordnen zu können. Und da gibt es ein sehr schönes Modell von dem David Snowden, das Kinevan-Modell. Ich dachte, wo wir hier im Norden sind, passt auch so ein Hintergrund mit maritimem Einschlag. Und der unterscheidet zwischen geordneten Systemen und Systemen, die eher komplex sind, wo man nicht genau weiß oder zumindest im Voraus nicht genau sagen kann, wie sie funktionieren. Und das würde ich gerne durchgehen, weil eine Entscheidung davon, glaube ich, ganz entscheidend ist und mir im Alltag, im beraterischen Alltag, aber vor allem, wenn ich mit Menschen über Themen rede, ganz oft begegnen. Das eine ist sozusagen, es gibt einfache und offensichtliche Systeme, wo es eine gute Lösung gibt, wo es die beste Lösung gibt. Da gibt es dann auch Best Practice. Wenn man das Gefühl hat, ich habe ein einfaches oder offensichtliches System, dann kann ich mich genau danach auf die Suche begeben. Ich gucke, wo passt mein Problem rein, kategorisiere und kann dann halt darauf eine entsprechende Antwort finden. Das sind so die beiden geordneten. Dann gibt es halt das gleiche Format, aber viel komplizierter.
Trotzdem gibt es noch eindeutige Bezüge. Ich kann eindeutige Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge benennen, verstehen und auch Vorhersagen treffen. Wenn es hinreichend kompliziert ist, kann das nicht jeder. Dann braucht man halt einen Experten dafür. Dann braucht man jemanden, der sich in dieser Art von Problemen auskennt. Und der kann dann sagen, gut, wir analysieren. Und viele denken auch, wenn ich genug Zeit in die Analyse reinstecke, dann komme ich auch mit einer guten Antwort raus. Wichtig hier ist die Antwort nicht mehr Best Practice, sondern eher Good Practice. Das ist klassisches Ingenieursgebiet, wo ich sage, es gibt nicht nur eine Lösung, sondern mehrere Lösungen führen zum Ziel. Aber ich kann sie halt mit ausreichend Analyse vorhersagen. Ich kann sagen, damit kommen wir tatsächlich zum Ziel. Und das unterscheidet sich dann doch stark von dem Thema auf der linken Seite, was mit komplex beschrieben wird. Also komplex dann, wenn ich nicht mehr die Möglichkeit habe, eindeutige, verlässliche Vorhersagen zu treffen. Also wenn ich eher die Zusammenhänge, die Wirkzusammenhänge in einem System im Nachhinein benennen kann, dann spricht man von Komplexität. Und da gibt es natürlich ganz viele, aber fast immer sagen, immer wenn Menschen involviert sind, könnte man sagen, es hat das Potenzial, um komplex zu werden, hängt aber natürlich davon ab, wie sie sich verhalten. Wenn sich Menschen tatsächlich an irgendeiner Stelle sehr vorhersagbar verhalten, dann muss es auch nicht komplex sein. Wenn ich aber nicht genau weiß, wie sie sich verhalten, fange ich sozusagen an. Und da weiß ich dann, da hilft dann das Analysieren nicht mehr wirklich weiter, sondern da muss ich das System kennenlernen, indem ich ausprobiere. Und schon sind wir Systemiker natürlich, fühlen uns ganz zu Hause, iterative Schleife, Hypothesen bilden, ausprobieren, das, was mehr was gut funktioniert, davon mehr machen, das, was weniger funktioniert, weniger machen. Und genau das, was hier sozusagen am Übergang passiert, nicht? Worum bewegen wir uns? Und zu entscheiden, welche Art von Vorgehen brauchen wir eigentlich, dieser Dialog findet viel zu selten statt. In Dave Snowdens Modell, der sagt, eigentlich sind wir die meiste Zeit hier in der Mitte und fragen uns, wo sind wir denn eigentlich? Wo gehören wir denn ein? Lohnt sich, sich damit noch tiefer zu beschäftigen, aber mir ist es wichtig, genau hier diesen Unterschied halt zu machen und auch immer wieder zu fragen, ist es denn tatsächlich komplex? Oder ist es nicht nur, also nur weil ich es selber nicht verstehe, heißt es noch nicht, dass es komplex ist. Also da muss man auch, weil es gibt Experten für komplizierte Systeme und die finden da auch Antworten. Und manchmal, ja, manchmal ist es auch einfach und dann kann auch eine einfache Lösung hin. Also wir Systemiker neigen natürlich dann auch, Dinge vielleicht wirklich größer zu machen, als sie sein müssten. Und dann kann man aus einem kleinen Anlass oder Problem eben sofort einen OE-Anlass machen und eine große Organisationsberatung draufsetzen. Das muss nicht immer sein. Also so mal Komplexität als, ich kann im Voraus noch nicht genau sagen, was hinten rauskommt. Und jetzt würde ich gerne den zweiten Schwenk mal machen, ein bisschen auf die Agilitätsseite gehen. Das chaotisch lassen wir mal weg, weil das ist eh schwierig. Ja? Und spielt für unser Thema vielleicht nicht so die Rolle, vor allem, wenn ich nur wenig Zeit habe und ich will ja nicht ins Dozieren kommen. Agilität, wenn ich Agilität als Wert verstehe, als Wert an sich, der vielleicht mit Wendigkeit, mit Geschwindigkeit, mit Schnelligkeit beschrieben wird, verkürzt, dann kann ich an die Ebene tiefer gehen und sagen, was steckt denn da eigentlich alles noch drin? Und die Svenja Hofert hat das, finde ich, sehr schön gemacht, in ihrem Buch Agiler Führen, das mal ein bisschen durchzudeklinieren und sagen, was steckt denn da eigentlich drin, was sind denn so Prinzipien, die man mit Agilität in Verbindung bringen kann. Und dann gibt es Prinzipien und die sind eben nicht eindeutig verknüpft, weil das gab es ja vorher auch schon, dass man visualisiert hat und Arbeit sichtbar gemacht hat oder dass man ein Team empowert und bevollmächtigt oder dass es dafür sorgt, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert. Also auf der Ebene ganz viele alte Bekannte auch, die einem da begegnen, dass man Beteiligung organisiert, dass man immer wieder reflektiert und ins Lernen kommt, dass Verantwortung geklärt sein muss, Selbstorganisation, Iteration, da springen dann die Systemiker wieder sofort an, prima, genau. Dass es ökonomisch natürlich auch sein soll, also in einem Kontext eingebettet, dass es Sinn plötzlich eine Dimension ist. Also auf der Ebene kommt man plötzlich mit ganz normalen Sachen raus, die man vielleicht auch woanders erkennt. Verschwendung eliminieren aus dem Lean-Management, KVP gab es auch schon ganz lange. Babyschritte aus der Lösungsorientierung. Ja, es hat was mit Flow zu tun und
ja, sich anpassen und lernen. Und ich finde, wenn man so auf Agilität guckt, dann denkt man, ist irgendwie auch überhaupt nichts Neues mehr. Nicht? Das ist eigentlich, und trotzdem ist in der Zusammenschau, wenn man alle diese Prinzipien mal versucht auf die Straße zu bringen, mit dem Ziel, Geschwindigkeit und Flexibilität, Wendigkeit zu erhöhen, dann kriegen all diese Prinzipien natürlich eine ganz spezifische Richtung. Dann richte ich die daran aus, dann ist es auch kein Selbstzweck, weil man das schön findet, sondern dann fange ich das an auszurichten. Und ich will gleich nochmal dann auf ein Beispiel eingehen, aber was mir wichtig ist, ist, dass wenn diese Schlagworte Agilität im Raum sind, dann sich immer die Zeit zu nehmen und zu fragen, was genau ist denn damit eigentlich gemeint? Dass man eben nicht auf der Buzzword-Ebene agiert, sondern es ins Konkrete kriegt. Und ja, dann verliert es auch manchmal ein bisschen von dem Trendigen und man ist bei Altbekannten. Und manchmal kommt man aber auch wieder daraus, wenn man sagt, nee, das ist tatsächlich in der Kombination, im Strauß der Perspektiven, wie sie zusammengestellt wird, ganz neue Themen. Ich dachte, das ist ein bisschen unübersichtlich, vielleicht wenn jemand das eher so geordnet haben will. Es gibt ja auch Strukturliebhaber, die gucken dann wieder so drauf. Aus dem ISB ist da ein Modell, was genau versucht, diese Ebene des Konkreten, also des Verhaltens, dass die Ereignisse, die im Unternehmen passieren, in der Organisation passieren, zu verbinden mit verschiedenen Perspektiven. Und Perspektive ist immer sehr weit gefasst, das kann ein Prinzip sein, das kann ein Wert sein, das kann letztendlich der gesamte spekulative Raum der Interpretation. Und dieses im Konkreten zu verknüpfen, reduziert dann natürlich auch ein bisschen die Komplexität dessen, was ich machen will. Weil wenn erstmal hier nur Agilität steht, und ich sage so, das ist das, was Sie jetzt machen wollen, wir wollen mal unter der Perspektive Agilität auf alle möglichen Ereignisse gucken, und dann frage ich natürlich, was wollen Sie denn agiler nun machen in Ihrem Unternehmen? Also die Warum-Frage ist dann noch nicht schon geklärt, aber was genau soll dann agiler gemacht werden? Ist es die Vorstandssitzung, die plötzlich agiler werden soll? Oder ist es das Kundengespräch, was agiler werden soll? Oder ist es die Art und Weise, wie wir intern ein Team, ne? Und dann fangen wir plötzlich, ja, nee, weiß nicht genau, mal gucken. Umgekehrt kann man natürlich auch sagen, wo gibt es denn eigentlich Probleme gerade bei Ihren Ereignissen? Wo hakt es denn? Wo müsste man denn was verändern? Ein Beispiel aus meiner Beratungspraxis, es ist ein Prozess bei einem deutschen Bio-Einzelhändler, der versucht, Selbstverantwortung, Selbststeuerung zu erhöhen, mit dem Schlagwort eigentlich Selbstführung, also ein selbstführendes Unternehmen zu überführen. Und im Filialbetrieb, die Filialen unterscheiden sich da, es gibt ein paar, die haben so pilothaft losgelegt, mal mit neuen Prinzipien der Zusammenarbeit sich zu beschäftigen. Und da geht es dann zum Beispiel auch darum, dass ein Team in einer größeren Filiale, ein Kassenteam, sich damit auseinandersetzen muss, wer hat welche Schicht in der Kasse. Und da gibt es attraktivere Kassen, die weniger und weniger attraktive Kassen, wo ständig was los ist. Und neulich hat mir eine Filialleiterin ein Beispiel erzählt, die sagte, wir haben alles Mögliche rumprobiert, mit nach Neigung, nach Wünschen, mit selbst, also so ganz viel Beteiligung da geschaffen. Wir haben uns Regeln gegeben, nach denen wir das machen wollen. Wir haben Zeit darauf verwendet, wir haben den Gruppenprozess dazu gemacht. Und am Ende, nach all diesem Ausprobieren, sind wir rausgekommen mit, es ist am besten, wenn eine Person diesen Plan schreibt. Diese eine Person ist, die macht es so gut sie es kann, und alle paar Male setzt man sich irgendwie hin und sagt, passt es noch oder passt es nicht. Das ist das, wie am reibungslosesten das über die Bühne geht. Also wieder ein hierarchisches eigentlich Konzept, nämlich die Person, die das macht, ist auch die, die früher tatsächlich diese Gruppenleitungsrolle da hatte. Also praktisch eine Rückkehr zur alten hierarchischen Führung. Wenn man da jetzt nur guckt auf das Ereignis, auf das Verhalten, würde man sagen, das ist ein Rückschritt, nicht? Vielleicht sogar aus Agilitäts, ob die das nun schneller machen kann als die anderen, vielleicht ist es sogar agil. Selbstorganisation, aus der Perspektive ist es möglicherweise ein Rückschritt, nicht? Weil ich habe weniger Beteiligung, es ist mehr, die Leute sagen, nee, sag mir lieber, wann ich dran bin. Und dann weiß ich auch, und dann gibt es auch keinen Ärger, es hat vielleicht das Sozialleben ein bisschen befriedet, aber mehr Selbstorganisation ist da, glaube ich, nicht rausgekommen. Verantwortung, ja, Verantwortung ist eindeutig geklärt worden, nämlich man hat gesagt, wir nicht alle sind verantwortlich, sondern mach du es bitte.
Also wenn ich das mal einbette in verschiedene Perspektiven, dann fängt es an, ja, kann ich so interpretieren, kann ich es aber auch so interpretieren. Und wenn ich jetzt von außen drauf schaue und möglicherweise eine Bewertung ausspreche und sage, ja, das ist aber nicht agil, was ihr da macht, nicht? Könnte man ja sehen, also weil es sieht aus wie klassisch, dann kann ich noch einen weiteren Scheinwerfer aufmachen und der heißt Macht. Und dann merke ich plötzlich, dass hier ein fundamentaler Unterschied ist, ob die Führungskraft von den Mitarbeitern dazu ermächtigt wurde, autorisiert wurde, diese Entscheidung zu treffen und es wahrscheinlich ein Mandat auf Zeit ist, oder ob die Führungskraft es so aus bestem Wissen und Gewissen entschieden hat und qua Amt, weil sie glaubt, dass es das Beste ist für alle Mitarbeiter. Und wenn ich so drauf schaue, dann ergibt sich plötzlich ein sehr differenziertes Bild und es wird nicht mehr eindeutig. Ich möchte damit aber auch die Lanze brechen dafür, dass es Gegebenheiten gibt, in denen hierarchisches oder eindeutiges Zuordnen zu einzelnen Personen, auch die dann Macht über andere haben und die etwas tun, wo andere mitziehen müssen, dass das sehr wohl in diesen Kanon von Agilität und auch möglicherweise von komplexen Steuerungsvorhaben. Das klingt ja einfach, aber gleichzeitig, wenn man in so Unternehmen reingeht, wo Dienstpläne geschrieben werden müssen, ist das, wo die häufigsten Konflikte entstehen, nicht? Also das ist einfach, wenn man nicht dabei ist, nicht? Aber es ist schwierig, wenn man einer von denen ist, die es machen muss. Also diesmal als Beispiel, wenn man unterscheidet zwischen verschiedenen Perspektiven und Agilität auch lieber nochmal aufmacht als eine mögliche, die es natürlich auch nochmal zu differenziert gibt, dann komme ich bei Themen raus, die einerseits alte Bekannte sind und andererseits das Thema vielleicht noch ein bisschen einordnet. Was mich beschäftigt, und damit würde ich auch, da würde ich einfach euch gerne an meinen Gedanken teilhaben lassen, was mich beschäftigt ist, ob ich damit Selbststeuerung so funktionieren kann, ob das geht, wenn ich an einer hierarchischen Struktur und einer hierarchischen Machtorganisation festhalte. Also meine Idee ist, man könnte das doch so machen, dass die Hierarchie immer weiter in den Hintergrund tritt und nur noch für Notfälle gebraucht wird und eine ganz starke Kooperationskultur immer weiter nach vorne kommt und Mitarbeiter sich über Steuerung, über Kultur auseinandersetzen, die Kultur so stark macht, sich auf Werte einigen, sich auf auch konkretes Verhalten einigen, dass die Kultur so stark wird, dass ich agil, flexibel, selbstbestimmt, selbstgesteuert, partizipativ und all das eben wendig auch agieren kann. Darf es dann noch diese Hierarchie im Hintergrund geben, die im Notfall, wenn es Konflikte gibt, wenn sich Mitarbeiter gar nicht mehr miteinander können, wenn sich Teams verkrachen oder sowas, die dann einschreitet? Ist das vielleicht sogar hilfreich, wenn die Hierarchie noch da ist, weil sie Sicherheit vermittelt? So eine Fallback-Lösung? Oder muss ich wirklich so radikal sein, dass ich sage, wir müssen gar nicht so viel an der Kultur arbeiten, sondern lasst uns die Systeme, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, die Struktur so verändern, beyond Hierarchie, das, was der Bernd Österreich in seinem Buch Das kollegial geführte Unternehmen so gut beschrieben hat, muss ich diesen radikalen Schritt gehen, wo ja auch eine Aussage ist, der erste Schritt zu dieser Selbstorganisation ist fremdbestimmt. Das heißt, da muss eine Instanz von außen kommen und sagen, wir machen es jetzt ganz anders. Und daraus entwickelt sich dann eine neue Kultur. Und um da eine Entscheidung treffen zu können, komme ich um den Machtscheinwerfer natürlich nicht drum herum. Wer hat eigentlich die Macht, so einen Prozess zu initiieren und tut es dann auch? Und angenommen, der das machen würde, machen sollte, will es nicht, was passiert denn dann? Kann ich dann trotzdem an der Kultur rumwursteln oder stoße ich immer wieder an Grenzen, dass es eigentlich ein Kunstfehler ist und ich sagen muss, wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind, lassen wir es lieber. Das ist eine Frage, die mich im Alltag beschäftigt und die würde ich gerne einfach in der Offenheit reinbringen. Also wie muss das zusammengehen? Am Ende bleibt es natürlich eine Frage der Perspektive. Was ist Himmel, was ist Erde? Hat so erstmal keinen gestört, dass der See oben ist. Aber in diesem Sinne, vielen Dank und ich hoffe, es hat ein paar Impulse gesetzt.